Hallo und willkommen zu der nächsten Episode rund um die Abenteuer von Corto Maltese. Wir werden uns diesmal mit der dritten Geschichte beschäftigen aus der Corto Maltese-Reihe, erschienen im zweiten Band im Zeichen des Steinbocks. Im Original nannte Hugo Pratt diese Geschichte Appuntamento a Bahia, Begegnung in Bahia. Und wir schauen uns das mal jetzt an. Ein wunderschöner, ruhiger Anfang. Die Yawl, die Tristan Bantam von Madame Java gekauft hat, trägt den Namen Dreaming Boy, was eindeutig ein kleiner Querverweis von Hugo Pratt ist auf Tristan. Und das wird in diesem Kapitel schnell deutlich, was er damit meint. Die Reise geht also nach São Salvador de Bahia, entlang der südamerikanischen Ostküste, also vorbei an den Guayanas und entlang von Brasilien. Wie immer bei Hugo Pratt sind Möwen omnipräsent in dieser Geschichte. Hugo Pratts Geschichten haben relativ wenig Action. Da wird also viel gesessen, cool vor sich hingeguckt und diskutiert. Aber es sind zumindest nach meinem Dafürhalten zumeist sehr reizvolle, sehr interessante und sehr stimulierende Gespräche, die eben viel die Persönlichkeiten dahinter offenbaren. Der erste Halt, den unsere Protagonisten hier machen, ist in Saint-Laurent-du-Maroni, in französisch Guayana. Und dieser Ort ist ja nach dem Fluss Maroni benannt, der hier in den Atlantik mündet. 1858 gründete Napoleon III. Hier eine sehr berühmte Strafkolonie, die besser bekannt wurde durch eine kleine Insel vor der Küste, die den Namen Île du Diable, die Teufelsinsel, trägt. Ich habe hier eine Stereoskope-Fotografie von Alfred Dreyfus gefunden. Wer also die Kunst des dreidimensionalen Schielens mit den Augen beherrscht, kann sich hier Dreyfus in 3D anschauen. Heute ist diese Gegend übrigens eher bekannt wegen ihrem Weltraumbahnhof. Großartige Zeichnung von südamerikanischen Ureinwohnern. Früher sagte man da Indios, ich glaube der Ausdruck ist heute ein bisschen verpönt. Hugo Pratt studierte hier natürlich ethnologische Darstellungen der Ipitinga und der Tupinambas. Man kann das also sehr gut vergleichen mit einigen der Arbeitsskizzen, die wir hier am Anfang gesehen haben. Und zwar diese Völker hier. Also das ist, wo Hugo Pratt seine Inspiration, dann seine eher in dem Fall mehr Information als Inspiration bezog, da seine Eingeborenen immer ziemlich authentisch und sehr glaubwürdig gezeichnet sind. Auch sehr interessant ist, dass dieser Indio, der hier eine Vision hat, diese Vision im Feuer sieht. Und das ist schon wieder so ein kleiner Querverweis, der sich wie ein dünner, fast unsichtbarer Faden durch die Geschichte zieht. Denn in dem vorangegangenen Kapitel, als es um diese Papyri ging, war ja das ägyptische Symbol für Feuer und die damit verbundene Zerstörung des Kontinents Mu ein Gesprächsthema in dieser Unterhaltung mit Professor Steiner und Tristan. Und dieses Feuersymbol ist hier relevant. Also das sind ja immer so kleine, winzige Querverweise, die Hugo Pratt sehr gerne platziert. Und ob man die jetzt bewusst zur Kenntnis nimmt oder nicht, beeinflusst nicht den Spaß, den man an der Geschichte haben kann. Aber bei genauerem aufpassen kann man oft diese Dinge entdecken und dann feststellen, dass
die vermutlich nicht zufällig sind. Ein anderer interessanter Punkt ist, dass der Schamane hier von dem Zeitalter der drei Monde spricht. Das ist ein spannendes eschatologisches Konzept, das besagt, die Erde hätte einst drei Monde, in manchen Erzählungen sind es vier, besessen und diese seien nacheinander auf die Erde gestürzt und hätten eben diese großen Zeitalter ausgelöst. In dem Sinne, dass ein solcher Absturz des Mondes auf die Erde mit unglaublichen Katastrophen einherging und wie so ein riesiger Reset war für alles Leben auf der Erde. Und auch das ist etwas, was auf populäre, grenzwissenschaftliche Themen der 60er Jahre einzahlt. Hier allen voran das geradezu legendäre Buch von Jacques Bergier und Louis Pauvel, das am Anfang der 60er herauskam mit dem Titel Le Matin des Magiciens, die Morgenröte der Zauberer. Und ich möchte mal daraus ein paar Zeilen vorlesen, um einfach mal diese Atmosphäre ein wenig heraufzubeschwören, die bei Hugo Pratt eindeutig Pate stand. Es war im Jahr 1948. Ich glaubte damals an Gurdjieff und eine seiner treuen Schülerinnen hatte mich eingeladen, gemeinsam mit meiner Familie einige Wochen bei ihr in den Bergen zu verbringen. Diese Frau, eine Chemikerin, verfügte über wahrhafte Bildung, scharfen Verstand und einen festen Charakter. Es machte ihr Freude, Künstlern und Intellektuellen behilflich zu sein. Sie hatte nichts von einer verblendeten Jüngerin des Meisters an sich und die Lehren Gurdjieffs, der gelegentlich bei ihr wohnte, mussten zunächst das Sieb ihrer Kritik passieren, bevor sie sich zu ihnen bekannte. Eines Tages jedoch ertappte ich sie gewissermaßen in flagranti beim Delikt der Unvernunft. Sie öffnete mir plötzlich die Abgründe ihres Wahns und ich stand stumm und entsetzt davor wie vor dem Bild eines Todeskampfes. Es war eine kalte, schneefunkelnde Winternacht und wir standen in ruhigem Gespräch auf dem Balkon des Chalets, schauten zu den Sternen dieser Bergwelt auf und empfanden jene absolute Einsamkeit, die anderswo bedrückend, hier jedoch läuternd wirkt. Klar zeichneten sich am Himmel die Umrisse des Mondes ab. Man sollte aber sagen, ein Mond, bemerkte meine Gastgeberin, einer der Monde. Wie meinen Sie das? Ich will damit sagen, dass es noch andere Monde am Himmel gegeben hat. Der dort ist nur der letzte. Was? Es soll noch andere Monde gegeben haben? Bestimmt. Gurdjieff weiß es, wie andere auch. Aber die Astronomen, ja, wenn sie den Wissenschaftlern glauben. Ihr Gesicht war ganz ruhig. Nun verzog es sich zu einem leichten, mitleidigen Lächeln. Von jenem Tag an begann ich, einen Abstand zwischen mir und gewissen Freunden Gurdjieffs, die ich im Übrigen sehr hochschätzte, zu spüren. Sie wurden in meinen Augen zu fragwürdigen, beunruhigenden Wesen und ich fühlte, dass einer der Fäden, die mich mit dieser Gruppe verband, zerrissen war. Das nur am Rande. Also diese Idee einer übergeordneten Erdgeschichte, die entlang dieser gigantischen Katastrophen stattfindet, ist aber etwas, das viel älter ist als grenzwissenschaftliche Bücher aus den 60er Jahren. Und es ist etwas, das in der Mythologie rund um die Welt auf die eine oder andere Art und Weise immer wieder erzählt oder berichtet wird. Hugo Pratt hat sicher hunderte dieser Paneele gezeichnet, die so typische Totalaufnahmen aus der Corto-Maltese-Welt sind, aber man kann sich daran einfach nicht satt sehen. Die nostalgische Strahlkraft von ganz einfachen Zeichnungen, die eine unverwechselbare Atmosphäre und Aussagekraft haben. Hier offenbart sich nun ein gänzlich neuartiges Universum für uns, die Welt der Macumba-Hexen. Hier erstmal vertreten durch Bahia Nina und Morgana Bantam, Tristans Halbschwester. Und Hugo Pratt entwickelt hier sein eigenes Mysterium, das einen Teil des Worldbuildings um Corto Maltese darstellt. Macumba ist eine dieser südamerikanischen Religionen, die ihre Wurzeln in Afrika haben, ähnlich wie Candomblé oder auch Voodoo.
Doch was hier Hugo Pratt mit diesen Ideen macht, ist noch ein wenig aufregender. Diese Frauen scheinen eine Art gneikokratischer Geheimbund zu sein. Sie besitzen internationale Unternehmen, sie mischen sich in Revolutionen ein und ziehen vorzugsweise aus dem Hintergrund die Fäden. Ihre Kraft liegt vor allem darin, dass sie ein geradezu unbemerktes Netzwerk besitzen, das sich durch das gesamte Lateinamerika durchzieht. Aber zugleich ist natürlich auch die Perspektive möglich, dass dies allesamt eine Art organisierte Kriminalität ist, eine rätselhafte Art von Frauenmafia, deren Chefin Golden Rosemouth ist. Doch es ist gerade diese Ambivalenz, die den zentralen Reiz von Corto Maltese-Geschichten ausmacht. Das war ja schon bei der Südsee-Ballade so, wo wir, die Leser, uns letztendlich entscheiden müssen, wie wir eine Handlungsperson wie den Monaco oder den Mönch rezipieren, als eine eher mythologisierte Figur oder einfach nur als einen Schurken, den Anführer einer mafiaartigen Gruppe. Und hier wird dann auch schnell deutlich, dass diese Hexen extrem hierarchisch organisiert sind. So ist Morgana doch noch mehr eine Novizin, während Bohemina deutlich höher auf der Leiter dieses namenlosen Netzwerks steht. Das ist so typisch Hugo Pratt hier. Tristans erste Reaktion ist, wie bitte, meine Schwester ist eine Schwarze? Und Corto sagt, rede keinen Unsinn, sie ist eine dunkle Schönheit. Davon hat mir mein Vater nichts gesagt. Das Interessante ist ja allerdings, dass Corto Maltese nach einer Weile aber auch den Eindruck gewinnt, dass Morgana wiederum Tristan mit sehr ähnlichen Augen sieht als diesen blassen englischen weißen Jüngling und das selbst als eine Art Makel empfindet, den sie erst überwinden muss. Nun erleben wir natürlich eine unerwartete Kehrtwende in der Handlung, weil Tristan beim Lesen eines Buches einschläft und sich plötzlich in einer Traumwelt wiederfindet, die eindeutig etwas mit dem Kontinent Mu zu tun hat. Kann sein, dass die Macher des Films Stargate sich hier haben inspirieren lassen. Und das ist etwas sehr Typisches für Hugo Pratt, der in Corto Maltese auf jeden Fall ein Ventil sah, um alle möglichen Ideen zu verwirklichen, ohne sich dabei jedoch in irgendeiner Form einschränken zu lassen. Also eine Corto Maltese-Geschichte konnte extrem pragmatisch ausfallen oder sie konnte auch extrem in der Fantasiewelt, in einer geradezu märchenhaften Fantasiewelt angesiedelt sein. Und wir erleben hier, also wir erfahren hier, dass das Land Mu kulturell eben mit den Mayas zusammenhängt. Das hier ist eine großartige Sequenz mit diesem Aufwachen und diesem Rechtsanwalt, der ihn offensichtlich schon eine ganze Weile beim Schlafen beobachtet hat. Während allerdings irgendwo im Hintergrund Corto Maltese steht und die ganze Zeit den Rechtsanwalt beobachtet hat. Bei Hugo Pratt eher selten, so klassische Lautmalerei, Brot und Butter der Comics-Kunst. Bei ihm kommt es nicht so oft vor, als verglichen mit anderen Comics-Zeichnern. Und damit endet dieses Kapitel, die Begegnung in Bahia. Wir haben also Morgana Bantam kennengelernt, die Halbschwester von Tristan. Aber die Reise geht noch etwas weiter südlich, zu der Chefin dieses Netzwerks, Golden Rosemouth. Und dazu dann in der nächsten Video-Episode und im Finale natürlich klassisches romantisches Corto Maltese-Bild. Also wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal. Bis bald.